Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich darüber sein, steht beim World Economic Forum. Genau das ist es jetzt. Wenn wir jetzt nicht Finanzen lernen, lernen, was das System mit uns macht, dann werden wir am Arsch sein. Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil, wieder aus dem Urlaub. Was hat das mit dem Great Reset auf sich und warum wirst du nichts mehr besitzen? Und darüber auch noch glücklich sein. Was hat das mit der Entmenschlichung auf sich? Warum verstehen wir Finanzen nicht? Was hat das mit dem Verblödungsprogramm auf sich? Was passiert in der Welt? Was passiert in der Welt? Okay, ein so wichtiges Video. Und was so wichtig ist, folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da mache ich jeden Tag Posts. Und da ist so viel Material. Das kann ich hier heute gar nicht alles reinkriegen, weil ich könnte jetzt auch ein 10-Stunden-Video machen. Und ich verlinke euch ein anderes Video unten in der Beschreibung. Das müsst ihr mal angucken. Das sind 1,5 Stunden, die euch wahrscheinlich mehr beibringen als 12 Jahre Schulbildung. Deswegen unbedingt reingucken. Und was ist natürlich noch wichtig? Alles, was so den Menschen wirklich voranbringt, wie Gesundheit, Finanzen und so, das wird nicht gerade gefördert. Deswegen unbedingt einmal den Kanal abonnieren, Glocke drücken, teilen, damit die aufwachen. Weil heute erkläre ich alles und ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Was ist das für ein Programm, dass der Mensch nicht mehr, wir können nicht mehr denken? So, das hat angefangen es geht über Brzezinski, könnt ihr googeln, Mockingbird, das geht über so viele Jahre, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen es so schaffen, dass die Menschen einfach gar nicht mehr für sich selbst denken können, dass sie nur noch das, was in der Glotze ist, das habe ich gehört bei den Öffentlich-Rechtlichen, das stimmt, dass wir einfach nicht mehr denken können. Er hat selbst gesagt, die Bevölkerung wird bald nicht mehr in der Lage sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er meinte das in Bezug auf die Form der Informationen, die den Leuten gegeben werden, die Art, die Schemas, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Letztlich würden die Menschen unfähig sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er sagte, dass die Leute letztlich erwarten werden, dass die Medien all das Denken und vernünftige Urteilen übernehmen. Das ist heute der Fall. Deshalb können die Leute heutzutage nicht außerhalb der Programmierung durch das Fernsehen denken. Und das wird noch gefördert mit Fluoriden überall, Zirbeldrüse, Aluminium und so weiter. Ich will jetzt nicht, ich sage manche Sachen verschlüsselt, weil ich sonst wieder gesperrt werde, dann muss ich meinen Kanal wieder zurückerkämpfen und so weiter und so fort. Deswegen viele Sachen verschlüsselt. Wenn ihr es nicht versteht, könnt ihr unten in die Kommentare für diejenigen, die es verstehen können, unten reinschreiben. Auf jeden Fall, der Mensch ist so verblödet worden von außen als CIA-Programm, dass wir zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, ich mache einen Schwangerschaftstest, sagen wir nur mal, ich erfinde den. Und ich sage, der Schwangerschaftstest ist aber nicht dafür gedacht, dass man damit eine Schwangerschaft nachweisen kann. Weil das Molekül, was jetzt oder Hormon, was sagt, dass du schwanger bist, das könnte ich so oft verdoppeln, dass ich praktisch bis zu 97 falsch positiv schwangere Menschen hätte. Ich sage das als Erfinder. Als Erfinder. Und trotzdem wird der Test weltweit angewendet und ich als Erfinder, was ich gesagt habe zu meinem eigenen Test, ist irrelevant und alle gehen danach. Stell dir das mal vor, dass die Menschen nicht mehr denken können und sagen, nee, das ist voll die Verschwörungstheorie. Oder stell dir mal vor, es gibt eine komische Gefahr in 4 Räumen, also in 4 Wänden, in einem Raum. Okay? Und dann ist Holland in Not, muss man echt aufpassen. Und du hast einen Raum, sagen wir mal einen Einkaufsladen, wie zum Beispiel Zara. Und da muss man Termine machen, damit man in diese 4 Wände rein kann. Muss sehr viel Abstand halten, muss sich anmelden und man steht in der Schlange davor und so. Und ein Raum weiter sind die gleichen 4 Wände. Das ist aber eine andere Branche, zum Beispiel ein DM-Markt oder so. Und da spazieren alle so und so rein. Und alle so. Ja, wieso? Das ist doch normal. Ist doch klar. Das heißt, der Mensch, egal wie, wir können nicht mehr denken. Schreib mal unten in die Kommentare, weil du wirst auch in den Kommentaren zu vielen Themen heute sehen, die Menschen, die werden sich enttarnen, dass sie es nicht verstehen werden. Deswegen schreib mal unten in die Kommentare, schreib mal alles in die Kommentare, was du verschlüsselt verstanden hast, was eher nicht. Und ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir verstehen zum Beispiel auch nicht, das ist Feierabend. Wir haben im Schulsystem, das ist ja extra darauf ausgelegt, dass du eine Ausbildung machst, ein Studium, dass du für jemand anderes 50 Jahre Geld verdienst, damit du dann, guck deinen Rentenbescheid an. Es ist gar nicht mehr genug
Rentenrücklagen sind da, gar nicht mehr da. Wir haben so viele Schulden, dass alleine schon die Zinsen, die wir bezahlen müssen, das alles übersteigt. Aber wenn du auf deinen Rentenbescheid guckst und da steht irgendwie so, du kriegst in 30 Jahren 500 oder 700 Euro, wir verstehen nicht, dass das vom System, dass wir bleiben da drin, 40, 50 Jahre, ohne zu sagen, ich muss was anderes machen. Ich werde in Armut enden. Und wir lernen es extra im Schulsystem nicht. Und jetzt eine Sache wieder, die können wir als Mensch dann nicht verstehen. Die Manipulation ist so krass in unser Gehirn rein. Wenn ich zum Beispiel sage, das Geld hat sich in den letzten 100 Jahren fast zu 98% entwertet. Es ist immer weniger wert, von Jahr zu Jahr. Jetzt ist die Inflationsrate bei 5%. Und jetzt wird es interessant. Stell dir mal die letzten 15 Jahre vor. Ich habe mit Immobilienhandel zum Beispiel angefangen, 2000, wann war das? 7. So, sagen wir mal 15 Jahre. Wenn du die Immobilien, wenn ich die vergleiche von vor 15 Jahren in Hamburg, da konnte man noch in Altona, Stelling, was gute Gegenden sind, konnte man kleine Wohnungen noch finden für 48.000 Euro. Jetzt unter 150.000 musst du gar nicht mehr gucken. Der Wert hat sich verdreifacht. Unser Geld verliert jedes Jahr Inflationsrate mindestens Realmarkt 5-10%, aber sagen wir mal 2-5%. Das heißt, in 15 Jahren ist mein Geld 15 mal 2%, 30% weniger wert und der Immobilienwert hat sich verdreifacht. Ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Versteht keiner. Nee, Immobilien, könnt ihr auch jetzt in die Kommentare runtergucken. Nee, Immobilien und so. So einfach ist das ja nicht, Sassy. Da muss man ja einen Kredit, da muss man ja das und das und das und rechne mir alles. Ja, ich kenne mich mit dem Immobilienmarkt aus. Diese einfache Rechnung versteht keiner. Wir sind so manipuliert im Gehirn, dass wir nicht verstehen, was an Wert einen Zuwachs hat, wie zum Beispiel Bitcoin, Gold oder Aktien auch, und was abnimmt, nämlich das Casino-Spielgeld. Feierabend, verstehen wir nicht. Und genau das ist das. Wie kriegt man eine Bevölkerung unter Kontrolle, dass alle pleite gehen, dass das System so ist, dass keiner mehr irgendwas hinterfragt, dass wir alle so vergiftet sind mit der Zirbeldrüse, mit Aluminium, hier, dies, Fluoride überall drin, schön, dass wir nicht mehr denken können. Wie schafft man das? So schafft man das. Und das ist natürlich gepusht durch die Manipulation. Guckt euch mal die Medien an und hier auf Instagram. Folgt mir unbedingt auf Instagram. Jeden Tag. Früher haben Ärzte gesagt, Rauchen ist gut, das weitet die Lungen auf. Vor Gericht haben die gesagt, das ist gut. Alle haben das gesagt. Die haben Nutella-Gläser, Ärzte haben Nutella-Gläser gezeigt, da sind essentielle Sachen drin. Selbst heute noch, da steht, Schokolade ist mein Gemüse. Oder mit Zahnpasta, ey, das Leben ist zu kurz, um, was stand da, um kaputte Zähne zu haben oder so. Wir werden so manipuliert von den Medien, dass wir nicht mehr selber denken können, dass wir denken, unsere Kinder zu vergiften, ist normal. Ich kriege die Krise, wenn ich überall immer sehe, dass es normal ist, die Kinder zu vergiften und nur Eis in die reinzustecken oder Schokolade oder wer weiß was. Das ist nicht normal. Mein Kind zu vergiften ist nicht normal. So, ich habe das Video schon gemacht, biochemisch muss ich nicht nochmal jetzt. Und es geht auch nicht darum, dass das Kind mal auf den Geburtstag eingeladen ist, weil das Ding ist ja, es hat ja was mit Erziehung zu tun. Wenn mein Kind nie auf den Tisch pinkelt, weil auf den Tisch pinkeln ist nicht gut. Wenn es nie auf den Tisch pinkelt, dann wird es auch nicht mit 18 sagen, jetzt pinkel ich mal überall alle Tische voll. Nein, das heißt Erziehung. Wenn man dem Kind beibringt, Zähne putzen abends und morgens, dann macht das Kind das auch mit 18. Dann sagt das Kind nicht, hast mich so lange gezwungen, Zähne zu putzen. Jetzt höre ich auf damit. Nein. Wenn ein Kind lernt, dass es nur gesunde Nahrung zu Hause gibt, nicht nur Scheiße von morgens bis abends, dann ist das normal. So, und ich habe in dem Video biochemisch genau erklärt, warum Zucker gefährlicher ist als Alkohol. Guckt es euch an, verlinke ich nochmal, kann man da genau sehen. Es ist gefährlicher als Alkohol. Es ist gefährlicher für dein Kind, als es abends irgendwie nachts um 12 Uhr einfach vor die Tür zu schicken und draußen spielen zu lassen. Viel gefährlicher. Viel gefährlicher. So, und diese Sachen, wir können das nicht mehr verstehen. Und was ist noch in dem Programm? Die Entmenschlichung. Und das ist ein krasses Feld. Schreibt unten rein, ob ihr das auch alles mitbekommen habt oder ob ihr mir auf Instagram folgt, das jeden Tag seht.
Der Mensch soll komplett entmenschlicht werden. Alles, was der Mensch normal... Kann ich dankbar sein dafür, dass ich zum Beispiel ein Mann bin? Kann man auch dankbar dafür sein, ich kann zum Beispiel keine Kinder kriegen? Das akzeptiere ich, weil ich bin Mann. Wenn ich eine Frau bin, kann man doch froh sein. Ey, ich kann Leben geben. Aber das ist nicht gewollt, weil wir müssen den Mensch entmenschlichen. Wir müssen den Menschen krank machen, damit er abhängig ist. Und das machen wir schön mit der Werbung. 50% von uns bekommen schon einmal im Leben die Diagnose Krebs. Guck das Video dazu an. 50%. 60% sind übergewichtig. 50% scheiden sich in den ersten 10 Jahren. Sie sind so effektiv, aber der Mensch versteht es nicht. Was? Schwangerschaftstest? Der Erfinder sagt, es ist gar nicht dazu da, Schwangerschaft nachzuweisen. Glaube ich nicht. Das ist eine völlige Verschwörungstheorie vom eigenen Erfinder. Das ist genau das Ding. Dieses Programm läuft seit 50, 60, 70 Jahren und wir können nicht mehr denken. So, und was ist jetzt der nächste Punkt, den Mensch zu entmenschlichen, ist die Familie komplett zu zerbrechen. Und das fängt an mit der Sexualisierung der Kinder. Und es geht heutzutage los, die kriegen schon in den ersten 0 bis 4 Jahren, lernen die schon über die... Welches Kind muss in den ersten Jahren über Masturbation was lernen? Nein, man spricht mit Kindern, mit Kleinkindern in der Grundschule nicht über Steuern, über Sex. Weil die Menschheit hat es geschafft. Ey, wir haben uns 3 Millionen Jahre weiterentwickelt und weiter fortgepflanzt, ohne dass wir ein Sexualisierungsprogramm der Grundschüler hatten. Ja, meine Meinung ist, ich würde ein Kind niemals in den Kindergarten lassen. Nein, Cecil, aber in meinem Kindergarten ist es nicht so. Ja, dann hast du bisher Glück gehabt. Weil wir haben ungefähr in den letzten paar Monaten bestimmt 300 Erzieher geschrieben. Genau, Cecil, genau aus dem Grund habe ich gekündigt, weil ich das nicht mitmachen wollte. Die machen Spielzimmer, die machen Doktorzimmer. Die verkaufen nur noch Bücher, um die Kinder neugierig zu machen, wie sie sich gegenseitig an den Geschlechtsteilen. Wenn du einem Kind jeden Tag ein Buch vorliest, wie es sich an den Geschlechtsteilen rumspielt, was wird ein Kind machen? Die sagen, das ist so krass, die sagen, hey, weil 80% der Grundschulkinder irgendwann in der Grundschule mit Pornos in Verbindung kommen, deswegen lass uns denen doch Pornos zur Verfügung stellen, damit es dann 100% haben. Was ist die Logik? Ja, und die Eltern gehen dahin, die verstehen das nicht mehr. Die sitzen da, ja, stimmt, es ist Feierabend. Es kann keiner mehr verstehen. Wir können nicht mehr denken. So, und das ist genauso, als wenn ich sage, hey, 80% der Grundschüler werden irgendwann in der Grundschule mit Drogen in Verbindung kommen. Deswegen lass uns doch einfach öffentlich allen 100% die Drogen zu... Anstatt daran anzusetzen, die Drogen zu vermeiden, anstatt daran anzusetzen, dass Kleinkinder Pornos sehen, nein, setzen wir genau andersrum an. Damit die Familie auseinandergebrochen wird, weil die Familie ist die stärkste Einheit, war sie mal früher, heute nicht mehr. Alle gehen einzelne Wege. Wir sind so pleite, dass jeder arbeiten muss. Praktisch die Kinder müssen schon arbeiten. Mutter, Vater muss arbeiten, alle müssen arbeiten. Und wir merken es nicht. So, und Mutter, Vater, ich habe so viel gepostet auf Instagram. Das soll weg sein. Es darf kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau sein. Fluggesellschaften sagen schon, nein, das ist sexistisch, wir wollen nicht, wir wollen es neutral, genderneutral ansprechen. Die Kinder lernen in der Schule, guck das Video, verlinke ich auch, lernen nicht mehr, das ist ausgemerzt, Mutter, Vater, Kind gleich Familie. Nein, das soll es gar nicht mehr geben. Dieses Modell wird ausgemerzt. Das kriegen die gar nicht mehr zu hören. Die kriegen nur noch, ja, ist doch normal, 2 Väter, 2 Mütter, das ist normal, ihr könnt so, ihr könnt 25, 96 verschiedene Geschlechter haben. Das lernen die ganze Zeit. Also nicht, dass ich irgendwas und ganz, ganz doofe Menschen werden jetzt denken, dass ich was gegen irgendwelche anderen Ideologien oder wenn jemand sagt, ich bin vom Geschlecht her ein Tisch, dann sei ein Tisch. Es interessiert mich nicht. Aber warum wird das normale Mann, Frau, Familie, Vater, schwanger werden als Frau, warum wird das komplett ausgemerzt? Das soll es nicht mehr geben. Die erstellen jetzt Emojis für schwangere Männer. Und alle so, ja, das ist doch voll gut. Ja, ey, ist
hast doch nicht gesagt, dass nur Frauen schwanger werden. Das ist voll ungerecht. Männer können auch schwanger werden. Nein, Männer können nicht schwanger werden. So, es geht so weit, dass das zugelassen wird, dass jemand, der ein Gewichtheber war, 35 Jahre, er ist 35, hat er gesagt, nee, ich bin kein Mann mehr, ich bin jetzt eine Frau. Kann ich mich anmelden für Olympia als Frau? Und dann habe ich dachte, ich sehe nicht richtig, im Flugzeug sehe ich eine Überschrift im Flugzeug am Bildschirm. Breaking News, der so und so wurde abgelehnt für die Frauen sonst was. Das war noch eine andere Sportart. Ich so, okay, ein Mann wurde abgelehnt für eine Frauen, für einen Frauenwettbewerb. Was ist jetzt daran Breaking News? Und dann, ich glaube nur 2 Wochen später oder so, habe ich dann die Nachricht gesehen, dass ein Gewichthebermann, der 35 Jahre Mann war, dann gesagt hat, ich bin jetzt Frau. Und dann ist er zugelassen worden bei Olympia. Das ist so, als wenn ich jetzt sage, ey, ich bin ab morgen eine Frau. Bring mich bitte zum Schwergewichts, ich will Schwergewichtsweltmeisterin werden. Lass mal kämpfen, mal schauen. Und der Mensch versteht es nicht. So, und so wird auch unsere Sprache komplett entfremdet. Und ich zeige euch jetzt Beispiele. Es soll nicht mehr eine Mutter oder ein Vater heißen. Es soll Dens Eltens heißen. Das ist keine Verarschung. Dens Eltens. Weil Ens ist das Mittelwort von Mensch. Und das kann man zu allem sagen, wie zum Beispiel auch, was war das Beispiel von dieser einen, von dem, ich weiß nicht welches Geschlecht, ich komme da nicht hinterher, weil ich kenne die 96 Geschlechter nicht. Auf jeden Fall hat diese Person dann gesagt, ja, das kann man für alles einsetzen. Dens kauft dann in Einkaufskorb Dens. Ich krieg's nicht mal zusammen. Auf jeden Fall hier Gender, gibt's auch nicht mehr. Schwester und Bruder gibt's nicht mehr. Das heißt jetzt Dens Geschwisterns. Oder Dens Großalt. Nicht mehr Omi, Opi. Das, was wir als Mensch, das macht uns. Wie disrespektvoll kann man der Natur, einem Schöpfer, dem Leben gegenüber sein, wenn man sagt, es gibt kein Mann, Frau mehr. Das ist für mich die, das. Schreib mal bitte unten rein. Du bist ja voll sexistisch. Nee, nein. Ich respektiere und ich bin dankbar für das Leben. Und ich sage auch nicht, dass ein Elefant und ein Tier, ein Affe, jetzt ein Mensch ist, weil das gerechter ist. Ja, wir sind alles Menschen. Nein, nein, wir sind nicht alles Menschen. Das ist ein Affe, das ist ein Mann, eine Frau, das ist eine Schlange, das ist ein Vollidiot, okay? So, und das ist das System. Die Verblödung, kein Finanzwissen, wir verstehen nicht. Bitcoin, verstehe nicht. Test. Ja, nee, wieso? Der Erfinder ist voller Verschwörungstheoretiker. Was, Kinder? Ja, ist doch gut, wenn mein 3-jähriges Kind schon über Masturbation lernt und so. Ist doch voll gut, ey. Ich weiß gar nicht, was hat der denn? Was redet der denn da eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Bei Behörden. Du kreuzt nicht mehr an Mann, Frau, fertig, sondern du kreuzt an Mann, Frau, unbestimmt, keine Angabe, Stern, irgendwie Interstern oder so. Und noch was. Das sind offizielle Behörden. Das ist das, was die Politik sagt. Das ist das, was gepusht wird in den nächsten Jahren. Seid offen dafür. Folgt mir auf Instagram. Da poste ich das eigentlich. Ich kriege diese Nachrichten jeden Tag. Guckt, was eure Kinder zu... Weil es sind nicht... Ich weiß das alles schon. Ich weiß das seit 20 Jahren. Dieses ganze Programm läuft nicht seit gestern. Ich weiß das schon. Mir ist egal. So, ich weiß, dass ich meine Kinder nicht mit Nahrungsmitteln, mit Süßigkeiten und so vergifte und die wollen es auch nicht. So, ich mache das Video hier nicht für mich. Ich mache das für die Kinder, weil die Kinder können nichts dafür. Wenn die Eltern einfach nicht aufwachen, den ganzen Tag von morgens bis abends Süßigkeiten in sie reinstopfen, sie zum Kindergarten gehen, sie im Kindergarten lernen, dass es gar keine Familie mehr gibt, die werden keine Beziehung führen können, wenn die sexuell gebrochen werden. Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal bei einem Freund, da war ich auch irgendwie in der 4. Klasse oder so, da habe ich beim Freund, der hat vom Vater irgendwie hier so erwachsene Filme, ich habe das gesehen, das erste Mal in meinem Leben, mir wurde richtig schlecht.
Mir wurde richtig übel. Ich habe fast gekotzt. Ich habe gedacht, ey, das ist so schrecklich. Ein Kleinkind im Kindergarten ist noch nicht bereit dafür. Es ist nicht an der Zeit. Und die Evolution, wir haben uns weiterentwickelt und fortgepflanzt, auch ohne Dens Eltens und Dens Geschwisterns. Und das ist alles so krass. Und jetzt mit der ganzen Welle, die jetzt war, ab 2020, wird es so sein. Wir verstehen ja nichts, das ist ja das Problem. Ich sage das mit Digitalisierung, ich sage das mit von zu Hause arbeiten, ich sage das mit, ey, man wird nicht mehr einen Professor haben, der 50 Jahre da vorne mit einem weißen Bart sitzt und jedes Jahr das Gleiche sagt. Es wird alles digitalisiert. Habe ich seit 2019, sage ich das im Urlaub, haben 98% oder 95% das nicht geglaubt. 2 Jahre später weiß jeder, sagen 98%, ja, hat es recht. Das sind diese Sachen, die kommen. Es sind die Fortschritte. Es wird einfach so passieren. Und wir kommen da nicht raus, weil wir in diesem Sog sind, dass wir jetzt wirtschaftlich komplett zerstört werden. Dann haben wir unser ganzes Gehirn aufgefressen. Das können wir nicht mehr benutzen. Dann haben wir die Sexualisierung. Dann haben wir es geschafft über die Medien, dass Mann, Frau eigentlich nur noch gegeneinander arbeiten. Nicht mehr füreinander, nur noch gegeneinander. Können wir das andere Geschlecht schätzen? Können wir sagen, ey Schatz, ey, ich finde das voll cool, dass du dich jetzt in diesen kleinen 2 Quadratmeter Laden stellst mit 97.000 kleinen Perlen in verschiedenen Farben. Ich finde das voll interessant. Ich mag das, dass du anders bist. Ich bin nicht so, aber ich mag, dass das andere Geschlecht anders ist. Schatz, du bist so ein Pragmatiker. Du lässt immer den Deckel oben, weil du dir vielleicht denkst, warum muss ich ihn immer wieder hoch und runter machen? Ich sehe es zwar anders, aber cool, dass Männer und Frauen anders sind. Ein Mann geht an den Kühlschrank. Schatz! Wo ist das Wasser? Die Frau so. Vor deiner Nase. Nee, ist da nicht. Sehe ich nicht. Die Frau kommt. So. Hier. Ach, da war das. Männer und Frauen sind unterschiedlich und das ist toll. Aber heutzutage, durch die Medien gepusht, und darüber könnte ich jetzt 25 Stunden Video machen, geht es so. Der ganze Wahn geht sogar so weit, dass die WHO, das ist ja eigentlich eine Gesundheitsorganisation, die haben dann so eine Empfehlung ausgesprochen, so von wegen, Frauen im gebärfähigen Alter sollten keinen Alkohol trinken, weil damit schadet man dem Kind. Ja, Männer auch, weil klar, die Spermaqualität geht runter, Alkohol ist nicht gut. Was ist jetzt an dieser Empfehlung so komisch? Aber nein, da gab es einen Aufriss. Wie bitte? Was ist das für ein sexistischer Scheiß? Die wollen uns Frauen sagen, dass wir nicht das Recht haben, unser eigenes Kind zu vergiften, nur weil wir ein gebärfähiger Elternteil sind. Also das geht schon mal gar nicht. Was ist das denn für eine sexistische Empfehlung? Können also nur Männer das Recht haben, ihre eigenen Kinder zu vergiften und wir als Frauen sind wieder total hinten an. Also, denn ne. Gab's den mega Aufstand. Die WHO hat die Empfehlung dann zurückgezogen, weil es zu viel Aufstand gab. Wie doof muss man in seinem eigenen Gehirn sein, das Recht unbedingt behalten zu wollen, sein eigenes Kind zu vergiften. Wie doof. Kann mir das jemand logisch erklären? Kann man nicht sagen, ja natürlich triffst du die Empfehlung, weil Alkohol ist nicht gut. Was hat das jetzt mit Sexismus zu tun? Spielkarten. Ich kenne keine farbige Person. Ich bin selber farbig. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Alter, die Spielkarten der König. Das ist voll sexistisch, sind alle weiß. Und deswegen machen wir jetzt diverse Karten. Mit allen Hautfarben, mit Behinderung, mit allem. Was ist mit der Menschheit los? Ich habe mich noch nie dadurch beleidigt gefühlt. Es ist so krass. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem zurück, worum es eigentlich geht. Was hat das alles mit dem Great Reset zu tun? Was? Ganz einfach. Wenn der Mensch so doof ist und immer döver wird und nichts mehr versteht, dann kannst du ihn finanziell komplett in die Knie zwingen,
dann hat er keinen Rückhalt in der Familie, weil es gibt keine Familie. Die sind alle krank. 50% von uns kriegen die Diagnose Krebs. Alle übergewichtig, können nicht mehr denken, haben keinen Rückhalt, haben gar nichts, sind verlorene Schafe. Gehen jetzt durch die ganze Welle auch noch alle pleite. Und dann wird es irgendwann heißen, ach, wir haben zwar das System, das ganze Finanzsystem zum Brechen gebracht, mit Schulden über Schulden über Schulden, man kann schon gar nicht mehr die Zinsen bezahlen, aber jetzt drücken wir auf einen Knopf und dann, es wurde ja schon angesprochen, also deutsche Politiker haben ja schon das angesprochen. Wer jetzt sagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Alter, was? Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich darüber sein. Steht beim World Economic Forum. Die Leute sagen, das ist eine das steht da bei denen. Und die sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Wie geht das? Wie geht das? So, und dann werden die Leute natürlich komplett pleite sein, am Arsch sein, dumm sein, alleine sein, krank sein. Und dann kommen sie, drücken den Knopf und sagen, hey, wir geben jetzt allen Menschen ein Grundeinkommen. Dann seid ihr sicher. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach alles abgeben, was ihr habt, alle Rechte, alles. Ihr seid einfach ein blödes Schaf. Nehmt euer Grundeinkommen und haltet die Klappe. Und daran wird dann auch alles gelehnt sein, wie ihr euch zu verhalten habt, was ihr macht. Ich meine, ihr wisst das ja jetzt schon, wenn ihr irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder so, die müssen dann immer so und so oft Bewerbung schreiben und so. Das wird noch hoch 10. Und deswegen ist jetzt, es ist die einzige Möglichkeit, sich abzukoppeln. Alles, was wir machen können, ist uns abkoppeln. Das ist kein, ach, es wäre so schön, keinen Chef zu haben, der mir sagt, was ich jetzt zu tun habe, dass ich überall auf der Welt arbeiten kann, Geld verdienen kann, dass ich nicht am System gekoppelt bin, im Hamsterrad. Das wäre schön. Es ist kein, es wäre schön mehr. Es ist ein Muss oder am Arsch. Es ist so wie, als wenn man VHS-Entwickler, man hat eine VHS-Kassette und ich sage, hey, es gibt jetzt einen Cloud-Service. Wenn du deinen VHS-Service, den du jetzt seit 30 Jahren angeboten hast, weitermachst, wirst du am Arsch sein. Genau das ist es jetzt. Wenn wir jetzt nicht Finanzen lernen, was das System mit uns macht, dann werden wir am Arsch sein. Ich habe schon vor anderthalb Jahren in Cathie Wood investiert. Warum? Sie hat verschiedene Bereiche. Sie sagt, es ist ganz einfach. Sie sagt, wenn man in der Zukunft erfolgreich werden will, muss man in die Zukunft investieren. In verschiedenen Sektoren. Ein Sektor ist 3D-Drucken. Da habe ich gedacht, hey, diese Sachen, die sie schlägt den S&P, Warren Buffett schlägt alle um Meilen. Der S&P ist hier, Warren Buffett ist hier, sie ist hier. Habe ich gedacht, ja, 3D-Drucken. Bald wird alles nur noch gedruckt. Auf der Baustelle werdet ihr kaum noch Arbeiter sehen. Da werdet ihr Techniker sehen, die einen Knopf drücken. Und die Berichte sind schon da. Es werden schon die ersten in Deutschland, die ersten 3D-Häuser gebaut. Wer jetzt nicht mitkommt mit der Zeit, der wird am Arsch sein. ich muss es so sagen. Ich warne vor diesen Sachen schon so lange. Okay? Ich kann dazu nichts anderes sagen. Okay? Heftiges Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich natürlich ganz viel ausgelassen habe und so. Es geht erstmal nur darum, folgt mir unbedingt auf Instagram. Versucht, diese Sachen zu verstehen. Guckt unbedingt das eine Video. Warum heißt mein Coaching das Matrix-Prinzip? Weil es genau die verschiedenen Bereiche sind. Beziehung, das System verstehen, die Finanzen verstehen, einfache Grundsätze, die wir nicht verstehen können. Wie kann ich überhaupt mich abkoppeln von diesem System? Wie kann ich schaffen, dass mein Chef nicht sagt, ey, du haust dir jetzt das rein und wenn nicht, dann bist du gefeuert. Wie kann ich mir 5 bis 7 Standbeine aufbauen, Einnahmequellen? Wer durch Schulsystem denkt, dass angestellt sein, ein Arbeitgeber, eine Person zu haben, die mir Geld überweist, dass das sicher ist, was soll ich dazu sagen? Es gibt nichts Unsicheres. Und gerade die Menschen, die finanziell unabhängig sind, haben nicht eine Einnahme. Ey, wenn ich nur eine Einnahmequelle hätte, das wäre für mich eine Katastrophe. Man braucht mindestens 5 bis 7 Einnahmequellen. Aber das kann man nur aufbauen, wenn man versteht, dass alles das, was man gelernt hat, extra anders ist. Und nein, es ist nicht so, dass der Lehrer dann sagt, haha, ich weiß das, aber ich bringe dem das jetzt extra falsch bei. Nein, das Ausbildungsprogramm, das Studium,
Das ist ja schon alles so gepusht, damit es runtergeht. Wenn ein Arzt dir sagt, ey, Vitamine, Vitamin-D-Spiegel, völlig irrelevant. Nee, Vitamine, da würde ich aber ganz schön aufpassen. Wir haben alle gar keine Mängel. Nee, wenn dir das ein Arzt sagt, dann ist er nicht weitergebildet. Dann hat er dir das übertragen, was er gelernt hat. Ich könnte jetzt 50 Stunden weiterreden. Das war es erstmal für heute. Im Matrix-Prinzip, guckt dieses eine Video. Dieses eine Video, da ist es viel ausführlicher erklärt als hier. Und guckt darunter in der Beschreibung noch ein anderes Video. Dieses Video, was du, die beiden Videos, die du da sehen wirst, ungefähr zusammen vielleicht 2,5 Stunden, wird dir mehr die Augen öffnen als 13 Jahre Schule. Sicher. Okay? Ich hoffe, ich konnte helfen und ich bin mal sehr gespannt. Guckt unten rein, mal schauen, was die alle reinschreiben und so. Es stimmt alles gar nicht. Das war's für heute. Bis dann, euer Coach. Ich will nur helfen. Ich weiß die Sachen, okay? Bis dann, euer Coach Cecil.